Ladies und Männer, ganz wichtig, auch die Ladies sind hier gefragt. Auch für euch ist das Krafttraining sehr, sehr, sehr wichtig. Also nicht denken, na, das dürfen wir nicht machen, da können wir ja Muskulatur kriegen. Das dürft ihr, das ist auch wichtig. Heute haben wir Anti-Aging vom ersten Teil, das heißt, Trainingsübungen kommt jetzt der Teil 2. Wir haben das Kreuzheben. Kreuzheben oder auch Deadlift. Auch heute wieder ohne Schuhe. Oder wer schon ganz weit ist, der große Gewichte hat, der kann auch Gewichtheberschuhe nutzen. Ich mache es strümpfig oder wer möchte, zu Hause kann es barfuß machen. Im Studio könnte es immer ein bisschen Probleme geben, deswegen gibt es auch so kleine Turnschläppchen. Die könnt ihr euch kaufen und dann habt ihr im Studio nichts Problem, dass die Leute sagen, ihr dürft es halt machen. Gut, Kreuzheben. Kreuzheben ist die nächste Variante der hochqualitativ hochwertigsten Übung im Kraftsportbereich. Sehr komplexer Bewegungsablauf, wie die Kniebeuge auch, muss man lernen. Und ich zeige euch heute, wie es funktioniert. Wichtig ist wieder, auch beim ersten Mal, dass ihr euch richtig mobilisiert. Stretching, Faszien öffnen, Mobilität schulen, das sind alles Dinge, die gehören wieder zu rein. Euch vorher aufwärmen global, auf dem Ergometer, auf dem Großtrainer oder einfach nur Seil springen. Schönes globales Aufwärmen. Und danach machen wir zum Beispiel auch zum Einstieg wieder, dass das Hüftgelenk und Kniegelenk warm wird. 10, 12. Wiederholungen, Kniebeuge, habt ihr schon gelernt, das funktioniert, ihr habt ja schon die anderen Videos angeschaut. So, wenn wir dann warm sind, dann nehmen wir hier die Langhantel und dann kommt das sogenannte Kreuzheben dran. Kreuzheben im Deadlift. Ihr greift ein bisschen weiter mit die Schulterweite. Beim Rausheben stellt euch aufrecht hin, Brust hoch, rausheben, ich mache es jetzt heute so, damit ihr das seht. Und auch hier haben wir tendenziell maximal Schulterweite Stand, zwischen Schulter und Hüftweit. Darauf achten, dass der Fuß wieder kompletten Kontakt auf dem Boden hat, dass ihr die Dreipunktverbindung habt zwischen großer Zeh bzw. am Fußball und dann natürlich am kleinen Zeh hinten dran und an der Ferse. Komplette Verbindung auf dem Boden. Und jetzt das Wichtigste: ganz knapp nach unten am Schienbein. In der Mitte des Schienbeins, für ungefähr 15 cm vom Boden, hören wir auf. Richten uns wieder auf und wenn wir oben sind, schieben wir die Hüfte nach vorne. Ganz wichtig, voll in die Hüftstreckung gehen. Brust nach vorne, Schulter nach hinten, Kopf aufrecht. Runter gehen langsam, am Schienbein entlang, Mitte des Schienbeins, Stopp. Kopf in der Verlängerung der Halswirbelsäule, nicht zu arg nach oben gucken und aufrichten, ausatmen. Ich mache es euch von der Seite. Schaut mal, ihr könnt das genau beobachten. Wieder Stand fixieren. So, und jetzt gehen wir langsam runter. Achten, dass die Stange immer ganz knapp im Körper bleibt. An den Knien entlang, am Schienbein, ganz knapp am Schienbein. Da habt ihr schön die Last gemittelt. So, und jetzt seid ihr unten ungefähr Mitte Schienbein. So circa 15 bis 20 cm vom Boden. Der Rücken hinten ist genau ganz gerade. Brustwirbel aufrichten. Nach oben, wenn ihr am Knie seid. Jetzt kommt die komplette Aufrichtung und dann in die Hüftstreckung gehen. Nochmal. Ganz knappen Körper entlang, nach unten. Viel Oberkörperarbeit. Knie ganz leicht anwinkeln. Die Knie nicht nach vorne stoßen, die hinter der Stange lassen. Und Mitte Schienbein. Kopf in der Halswirbelsäulenverlängerung, nicht nach oben zu arg schauen, in der Verlängerung der Halswirbelsäule bleiben, nach oben aufrichten und ausatmen und in die Hüftstreckung gehen, Schulter nach hinten. Das war wieder das Kreuzheben, die zweite wertvolle Übung, Grundübung, Mehrgelenksübung, Kniegelenk, Hüftgelenk, Fußgelenk unter Belastung, somit eine ganze Muskelkette, die arbeitet. Und wenn Muskelketten arbeitet, dann verhaltet ihr euch wie draußen Natur. Das ist ein ganz natürliches Training mit Zusatzlast. Wichtig, anfänglich reicht es mit der Stange zu üben. Ihr müsst nicht gleich mit großen Gewichten arbeiten. Übt erstmal mit der Stange 2-3 Wochen, bis der perfekte, der Bewegungsablauf perfekt aussieht. Schaut euch auch mal von der Seite an. Lasst mal jemanden drüber gucken, der weiß, wie es funktioniert, der euch noch ein paar Tipps gibt. Das könnt ihr zu Hause machen
Könnt euch mal einen guten Trainer gönnen oder geht ins Fitnessstudio und gönnt euch mal einen richtig guten Trainer, der euch das genau zeigt. Oder ihr schaut mal bei mir rein. Bei YouTube habe ich auch noch ein paar Clips, da könnt ihr das nochmal genauer anschauen. Oder ihr kommt bei mir vorbei und wir machen ein Körpertraining. Kreuzheben, zweite wertvolle Übung. In Kürze geht es weiter und zwar mit den Military Press. Es ist eine Übung, drücken über Kopf, auch sehr wertvoll, weil der Trizeps, die Schulter und die Brust mitarbeiten, der Unterkörper stabilisiert und deswegen auch wieder eine Mehrgelenksübung, die besonders wertvoll ist. Warum? Weil die Stabilisatoren mit an der Arbeit sind, weil viele Muskelfasern mitarbeiten. Und genau das ist das, was dafür sorgt, dass unser Körper sagt, jetzt sollten wir ganz wertvolle Wachstumshormone produzieren. Und die Wachstumshormone, das ist das einzig funktionierende Anti-Aging-Konzept. Alles andere kostet nur viel Geld und ist nicht mal so viel wert im Verhältnis zu intensiven Kraftsport. Freunde, demnächst geht es weiter mit Military Rest. Bis bald.